Ja, moin Freunde, es ist wieder Stiefelzeit und heute gehen wir durch den Totenwald. Wir haben eine Tour geplant, rund 50 Kilometer mit einer Übernachtung durch die wunderschöne Göhrde. Der Göhrdewald ist der größte zusammenhängende Mischewald in Norddeutschland, was es zu einem wunderbaren Aufenthaltsort und für Naturliebhaber macht. Aber die Göhrde hat auch den Beinamen der Totenwald. Ja, sie haben in den 80er Jahren mehrere Serienmorde stattgefunden. Darüber hinaus gab es die berühmte Göhrdeschlacht. Ich sag nur Eleonore Prochaska, die deutsche Jeanne d'Arc. Und darüber hinaus haben in der Göhrde Wölfe das Muffelwild komplett ausgerottet. Kurz und gut, das muss man alles wollen, wenn man hier eine Nacht verbringen möchte. Wollen wir mal sehen, wie wir das Ganze hinter uns kriegen. Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen Spinnerei, aber ich habe irgendwie den Eindruck, seitdem ich hier Richtung Steingrab unterwegs bin, wird die Stimmung im Wald düster. Ist natürlich Spinnerei, aber der Bewuchs ändert sich schon irgendwie. Wir kommen jetzt hier in einen Bereich mit mehr Laubbäumen und die sind natürlich extrem knochig. Kann natürlich auch der totale Reinfall sein und man sieht nichts mehr. Das kann immer passieren, aber hier so im Wald die Stimmung, das ist schon echt ziemlich cool. Ich freue mich. Richtig geil. Freunde, was soll ich euch sagen? Solche Sachen hinterlassen mich jedes Mal wieder sprachlos. Guckt ihr mal das Ding hier an. Das wiegt mehrere Tonnen und 4500 vor der Zeitenwende haben das irgendwelche krassen Dudes hier hingebracht. Mitten im Wald. Man weiß natürlich nicht, ob damals hier Wald war. Es ist davon auszugehen, wie viele Steine das sind. Und die wiegen ja alle über eine Tonne, ne? Der absolute Wahnsinn. Und allein dieses Gefühl, dass den Stein, den ich hier anfasse, haben vor 4500 Jahren vor Christus, also vor mehr als 6000 Jahren, schon mal Menschen in der Hand gehabt. Das ist also, das ist ein sagenhaftes Gefühl. Diese Kontinuität zu bedenken, das ist, ich weiß auch nicht. Ich finde das echt mehr als beeindruckend. Und total abgefahren auch. Die Eiche da hinter mir, die steht mitten auf dem Grab. Also genau mittig. Ich denke mal, dass hier vorne ist, obwohl der Weg ja jetzt von da hinten ist. Aber dieser Hügel hier, das wird quasi vorne sein. Hier ist irgend so ein Dude begraben. Mindestens einer wird hier liegen. Und genau mittig wächst da die Eiche drauf. Wahnsinn. Oh, ein bisschen Gänsehaut habe ich jetzt gerade. Wirklich sehr beeindruckend. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal hinzugehen. Ich glaube, so ein Ort hergibt auf jeden Fall Kraft und ist ein gutes Omen für so eine Tour. Wenn man sich der Natur und der Urgewalt so hingeben will, dann ist das auf jeden Fall, ja, glaube ich, eine gute Sache hier zu sein. Ja. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. Wow, das war sehr beeindruckend. Was für ein gebührender Anfang für meine Tour hier im Totenwald.
So, Freunde, was haben wir hier? Früchte, Biskuit. Ja, wollen wir mal sehen, was das kann. Früchte, Biskuit. Der Hunger treibt's rein und der Ekel hält's drin, ne? Der Hunger treibt's rein und der Geiz behält's drin, so heißt's. Nee, so schlecht ist es nicht. Ich habe ja auch hier noch so einen schneidigen Cereal Karamell Flavor. Ich stehe ja nicht so auf so einem Kram. Ach, das sieht auch wieder so brutal eklig aus. Ja. Nee. Meins ist es nicht. Ich bin mehr so der Beef Jerky Typ und nicht so der Körnerfresser. Fast dran vorbeigelaufen. Ich würde mal tippen, da hat eine Taube in der Kiefer gesessen. Die hat sich hier der Habicht weggesnackt. Die Federkiele sind nicht abgebissen. Deswegen kein Predator, der über den Boden schleicht, sondern rausgerupft. Demnach wird es irgendwie ein Beutegreifer gewesen sein, der aus der Luft gekommen ist. Ja, und der hat sich da die Taube schmecken lassen. Taube ist auch lecker, also wer will es ihm verdenken? Taube ist wirklich lecker, esse ich sehr gerne. Gerade noch rechtzeitig, wir haben noch so ein bisschen Restlicht. Mir ist es jetzt irgendwie unangenehm zu sprechen. Ich kenne ja hier sozusagen die Gegebenheiten nicht. Ich bin hier quasi geduldet, aber ich will jetzt auch nicht groß Unruhe in den Wald bringen. Deswegen, hier verläuft auch direkt ein Weg und das ist ein kleines Dorf in Sichtweite. Wenn hier noch Spaziergänger sind, dann will ich die nicht aus der Fassung bringen oder hier irgendwie noch Unruhe stiften. Deswegen werde ich jetzt schweigen und machen uns jetzt trotzdem noch was zu essen. Und räume noch so ein bisschen auf, werde mich warm und trocken anziehen. Und dann soll es für heute gewesen sein, Freunde. Den Rest besprechen wir morgen. So, Freunde, ihr seht's, die Nacht ist über uns hereingebrochen. Das Essen war erstmal reichhaltig, würde ich sagen, bis wir dann in anderthalb Stunden wieder Hunger kriegen. Dann schauen wir mal. Also, morgen früh ist die Nacht vorbei. Ich wünsche euch was. Guten Morgen. Ja, was soll ich sagen? Wie war die Nacht? Relativ unruhig doch. Ja, hier ist ein bisschen schwierig mit dem Licht gerade.
Hatte mir den Wecker auch auf 6 Uhr gestellt, wollte dann schon los, aber es war einfach so dunkel. Da habe ich gedacht, komm, Arschlecken. Im Schlafsack ist auch ganz schön. Jetzt ist 20 vor 8 und wir kriegen so allmählich Licht in den Wald. Jetzt werde ich dann aus der Tüte kriechen müssen und dann geht das hier los. Dann gibt es erstmal Kaffee und dann sehen wir weiter. Ja, gestern Nacht gegen 2 oder so hat es dann angefangen zu schneien. Und wir haben noch deutlich unter 0, deswegen bleibt der ganze Quatsch auch liegen. Es ist jetzt relativ ungemütlich, aus der Tüte rauszukommen. Aber gut, es nützt nichts. Das muss man einfach machen. Wenn der Schnee in die Fresse fällt. Ja, Freunde, bevor das jetzt hier weitergeht, machen wir uns erstmal ein opulentes Mahl. Ich habe hier alles einfach in so Tüten zusammengepackt. Mir so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Verpflegung zusammengestellt aus diversen Epas. Das hier ist aus der amerikanischen Epa. Das hier ist so gefriergetrockneter Kram. Ich meine aus der niederländischen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe es geschenkt gekriegt. Hier habe ich einfach so ein bisschen Frühstückskram zusammen. Das hier sind so, ja, Biscuits, also so Panzerplatten in der Art. Dazu gibt es dann hier sowas wie, was ist das? Apples and Aprikoses. Und dann haben wir hier Früchte-Müsli. Hier, das gibt es jetzt gleich zum Frühstück, ist Granola. Dehydrierte Granola mit Milch und Blaubeeren. Und dann werden wir uns da einfach so ein bisschen durchprobieren, was am besten geht. Hier habe ich so ein bisschen, ja, Instant-Kaffee. Brühe ist da drin, also alles, was man so als Getränk heiß zu sich nimmt. Kakao ist drin. Und hier drin habe ich noch alles, was man mal so für unterwegs braucht. Also das ist so Energy-Kram, was man so im Wasser auflösen kann. Dann Früchte, man kann es gar nicht sehen, ne? Diese Früchte, isotonischen Früchtegetränke, Geschichten aus der Bundeswehr-EPA noch. Sowas hier. Lemon Flavor, Isotonik, Gedöns und so ein bisschen frische Tücher. Also alles, was mit Frische wieder zu tun hat. Ah, die 3-Tabletten, genau, die gebe ich mir jetzt gleich auch mal. Die waren nämlich in der einen EPA drin. Schaden kann es ja nicht. Hauptsache rein in den Kadaver, dass er noch die 40 Kilometer packt heute. Ja, wie ist die Nacht gewesen? Wenn ich sagen würde, sie wäre gut, dann würde ich lügen. Also das hat mir tatsächlich doch irgendwie, ist mir das andauernd durch den Kopf gegangen. Ja, hier, ich sag jetzt mal die ganze Vorgeschichte. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Junge, sei nicht so bescheuert. Das ist, wie soll ich das sagen? Ich habe da vielleicht auch eine komische Ansicht von, aber ich denke mir immer, wenn der Lebensfaden zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Man soll es nicht drauf ankommen lassen, aber es gibt ja manchmal so komische Dinge, wo du einfach denkst, ja, vielleicht sollte das auch so sein, ne? Muss ja jetzt, ja. Also ich muss nur durch meinen Bekanntenkreis gucken, es ist so oft so gewesen. Vielleicht hat aber auch meine naturreligiöse Weltanschauung, dass ich dann sage, wenn es dann so ist, dann ist es halt so. Dann wirst du wieder Teil des Kreislaufes und dann geht es halt irgendwie da wieder weiter. Wie auch immer, ich will das jetzt gar nicht so ausführen, aber also wenn du mich fragen würdest, wie die Nacht gestern war, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, sie wäre top gewesen. Ich war nicht jetzt irgendwie verängstigt, ich hatte keine Panik oder sowas. Ich habe nicht geglaubt, jetzt kommen hier die Mörder vorbei. Aber der ganze Körper war total auf Zündung. Das habe ich die ganze Zeit gemerkt. Sobald hier ein kleinstes Geräusch war, war ich sofort hellwach und richtig auf Angriff. Und was bemerkenswert war, teilweise habe ich die Dinge vorher unterbewusst schon mitbekommen, wahrscheinlich, oder im Halbschlaf. Und bin daraus heraus wach geworden, war total alert, hatte ziemlich hohen Puls dann auch. Und habe dann meist gehört, wie sich die Sachen zugetragen haben. Also entweder ist ein Geräusch vorweggegangen, ich nehme es mal an, und das hat das Unterbewusstsein wahrgenommen, aber es ist zwar irgendwie immer wie so ein Schub, der mich wach macht und mich in so einen Kampfmodus versetzt oder Fluchtmodus versetzt, kann man ja dann auslegen, wie man will. Und dann habe ich gehört, wie sich die Dinge dann zutragen. Also beispielsweise stand gestern Nacht irgendwo da vorne ein Reh, das hat auch nicht mit mir gerechnet, hat sich auch saumäßig erschrocken und ist dann abgesprungen. Und Die Rehe hörst du auch nicht, wenn die so durchs Unterholz gehen. Also da musst du schon, und hier mit dem Moosboden und so, vor allem wenn du am Pennen bist, du kriegst es eigentlich nicht mit, ne? Und also solche Sachen halt, also wirklich nichts Weltbewegendes. Ich bin daran eigentlich gewöhnt und bin mir vollkommen bewusst, dass ich das hintere Ende der Nahrungskette bin. Aber trotzdem, diese ganze Geschichte, die ganze Görde-Geschichte
dieses ganze Totenwald-Thema hat mich halt den ganzen Tag irgendwie nicht zur Ruhe kommen lassen und halt dann auch die ganze Nacht. Dementsprechend bin ich so ein bisschen angegriffen. Nicht gut erholt, das wäre geprahlt, aber ansonsten fühle ich mich gut und macht trotzdem Spaß und ich gehe auch auf jeden Fall weiter. Also ich lasse mich jetzt hier nicht abholen oder irgendwie sowas. Ich habe immer noch richtig Bock und lass mir jetzt hier mein Gemüse schmecken, hätte ich fast gesagt, und dann geht es los. Ja, da bin ich ja jetzt mal echt gespannt, wie das schmeckt. Puh, es riecht sehr, sehr künstlich. So sieht das Ganze dann aus. Schauen wir mal. Ich möchte mich hier in aller Öffentlichkeit demütigst vor den kulinarischen Fähigkeiten unserer NATO-Streitkräfte Partner entschuldigen. Das schmeckt wirklich gut. Es schmeckt zwar unehrlich, aber es schmeckt geil. Künstlich schmeckt es, aber geil. So, Freunde, alles klar, jetzt geht's hier los. Ich werde jetzt noch kurz meinen Kocher wieder aufmunitionieren. Ich hatte noch hier so Ersatzbrennstofftabletten dabei. Die packe ich dann hier rein, damit ich dann heute Abend, wenn ich dann ankomme, womöglich im Dunkeln oder im Regen, nicht irgendwie groß suchen muss, was ziemlich genial ist. Die passen ja einfach so zu dritt nebeneinander rein. Frühstück, Mittag, Abendessen, wenn man es so einrichten kann oder einrichten möchte. Und dann läuft die Soße ab in die Tasche und ab der Fisch. So, ich habe jetzt seit dem Aufstehen rund eine Stunde gebraucht für alles. Das ist, denke ich, okay. Muss aber auch sagen, dass ich mir morgens immer sehr viel Zeit nehme für alles. Ich gucke immer, dass die Socken anständig drauf sind, dass die Füße sauber sind, dass alles, der ganze Kerl irgendwie ein bisschen gewaschen ist und so weiter und so fort. Und dann nehme ich mir auch mehr Zeit fürs Essen. Ich esse auch mehr, weil in der Regel das Mittagessen einfach ausfällt, beziehungsweise in so Energieriegel ja umgetauscht wird, die man sich einfach während des Weges so reinschiebt. Mittags irgendwie anhalten und da groß kochen und dann kommen noch Spaziergänge. Da habe ich null Bock drauf. Das ist auch irgendwie als Käse. Das kann man dann abends im Lager machen. Deswegen morgens ein bisschen ausgiebiger, abends dann auch wieder gerne, je nach Licht. Ich meine, viel kann man ja dann auch nicht mehr machen. Und jetzt packt man noch schnell zusammen. Da bin ich relativ geübt drin. Das dauert vielleicht 2 Minuten und dann ist alles fertig. So, Freunde, das macht auch Spaß. Das macht Lust auf mehr. Die ersten Kilometer unserer letzten Etappe von 40 Kilometern brechen an. Ich habe richtig Bock. Füße stabil, Stimmung gut, Laune großartig. Ja, Herz, was willst du mehr? Ich habe richtig Laune. Na, wollen wir mal sehen. Im Moment bin ich sehr, sehr gut drauf. Habe richtig Bock und ich hatte richtig Lust, so nach vorne zu stürmen, aber es sind noch, ja, gut und gerne 35 Kilometer. Da muss man einfach haushalten und muss sich dann ein bisschen einbremsen. Guck mal hier. Zack. Schluss mit lustig.
Das ist was, wenn du auf dem Land wohnst, ne? Das war der Marsch der Heide hier, ne? Gut, alles klar. Was wollte ich sagen? Achso, ganz geruhsam, peu à peu. Nicht übertreiben. Aber ansonsten alles großartig. Beine fühlen sich top an, Füße gar kein Problem. Und Motivation ist richtig, fast schon ein bisschen unheimlich. Kilometer haben wir so bummelig um. Es läuft sehr gut, Füße stabil, Laune stabil. Aber was mir wirklich, ja, was die Sprache verschlägt, ist einfach die schiere Größe dieses Waldes. Ich bin hier gestern Mittag um 12 ungefähr in den Wald rein und seither nicht mehr raus. Und ich laufe und laufe und laufe und heute habe ich noch keinen einzigen Menschen gesehen. Es ist der absolute Wahnsinn und diese Stille. Wirklich sagenhaft, wirklich, wirklich toll. Eine ganz tolle Erfahrung, einfach völlig allein zu sein. Der Wald hat 1000 Augen, wer weiß, wie viele Leute mich schon hier gesehen haben, aber einfach wirklich sagenhaft, verschlägt mir fast die Sprache. Nur fast. Alter Lachs, zieh dir mal rein, wie hoch dieser Wachturm hier ist. Donner, Alter. Ja, da musst du aber auch Bock drauf haben. Ne? Ich meine, klar, Waldjagd ist anspruchsvoll. Du brauchst halt immer eine gute Übersicht. Und vieles kommt ja auch von unten schnell nach. Aber das ist ja schon zornig. Donnerwetter. Ja, ich werde jetzt hier einmal kurz den Rucksack absetzen. Schuhe neu schnüren. Und meine Trinkblase umbauen. Die ersten 3 Liter sind weg. Jetzt werde ich die andere anschließen. Ich habe halt nur einen Schlauch mit. Und den werde ich jetzt wechseln. Ich merke auch langsam, meine Hände schwillen an. Das ist ein gutes Zeichen dafür, oder ist ein schlechtes Zeichen, aber es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich allmählich dehydriere. Gerade bei der Kälte ist es immer ein bisschen herausfordernd, so eine Trinkdisziplin einzuhalten und den Körper ordentlich mit dem zu versorgen, was er braucht. Und man ist auch oft geneigt, oder ich bin zumindest oft geneigt, zu sagen, komm, brauche keine Pause weiter. Das rächt sich dann am Ende der Tour. Ne? 10 Stunden, das ist kein Pappenstiel, wenn man so viel am Stück laufen will. Oder auch mit Pausen, aber trotzdem 10 Stunden am Stück in Bewegung, vielleicht sogar 11. Da muss man einfach dem Körper immer das geben, was er braucht und auch mal eine Pause einräumen. Raubbau ist denkbar schlecht an der Stelle. Gut, dann baue ich den Kram jetzt um und dann geht's weiter. Was für ein magischer Moment gerade. Die Sonne bricht zum ersten Mal so durch. Der ganze Wald ist ausgeleuchtet, der absolute Hammer. Und immer wieder Wildgänse im Hintergrund. Wildgänse rauschen durch die Nacht, das hatte ich gestern Abend auch. Und seit, hätte ich fast gesagt, 8 Uhr, 20 Uhr, immer wieder Wildgänse. Und guck dir das an, einfach schön. Ja, und ich kann es selbst kaum glauben. Ich mache richtig gut Strecke, noch 25 Kilometer und dann soll ich schon da sein. Ich kann das selber gar nicht fassen, weil die Motivation ist absolut bombastisch. Ein Tag voller Glanz und Glorie, möchte ich fast sagen. Füße stabil, Kraft, alles da. Und ja, ich bin auch ziemlich zügig unterwegs, deswegen habe ich die Jacke jetzt auf den Tornister geschnallt. Und ja, es macht einfach richtig Spaß, richtig, richtig Spaß hier zu wandern. Also unfassbar schön, wirklich großartig.
kriege Schweine. Ja, ganz deutlich. Entweder liegen die direkt hier neben der Straße oder sind vor kurzem hier gewesen, aber hier riecht es richtig nach Sau, alter Schwede. Aber ich bin hier auf einem ganz normalen Weg, also hier waren keine verbotenen Schilder oder irgendwie sowas. Und dass ich jetzt hier quer durch den Einstand laufe, naja, wir sind ja schnell wieder weg. Hier ist das war, glaube ich, Losung vom Wildschwein. Immer wieder Trittsiegel. Und hier ist, boah, guck dir das an. Das ist definitiv ein dickes Schwein. Man sagt pro Zentimeter und ich nehme mal an, dass einfach eine Fingerspitzenbreite 1 Zentimeter ist. Pro Fingerspitzenbreite 10 Kilo, also pro Zentimeter 10 Kilo Schwein. Da passen jetzt 5 rein. Da sind 50 Kilo Sau irgendwo neben dem Weg. Wir gehen mal lieber weiter. Wir wollen keinen Streit heute. Das war wahrscheinlich eine Wegmarke für Orientierungsmärsche von der Bundeswehr. Oben hat man ja die Pi-Schnur gesehen, ja, die grüne Pionierschnur. Und damit haben die das da dran festgebunden. Und die Jungs müssen dann diese Wegpunkte finden, mit Karte und Kompass sich orientieren. Und dann müssen die Punkte sammeln, diese Buchstabenkombination aufschreiben und mitnehmen. Und damit können die dann nachweisen, dass sie da waren. Und jetzt guckt ihr mal diesen geilen Baum da an, oder? So, was hat die Feldküche für uns parat? Hier haben wir einmal Schokolade. Ich denke mal, das ist so eine Art Nutella. Und dann hier noch so ein paar bröselige Panzerplatten. Ja, die sind halt schon sehr alt, die habe ich schon sehr lange, aber jetzt müssen sie langsam weg. Mmh. Schön. Tja, geht nicht richtig auf hier der Kram. Das ist natürlich uncool. Das Messer habe ich schlauerweise jetzt tief im Rucksack vergraben. Damit es auch ja keinen Streit gibt, kann sie ja schlecht gleich mit dem Buschmesser am Gürtel durch die Stadt laufen. Kann ich sowieso nur von abraten. Also macht das nicht, auch wenn ihr durch den Wald geht. Tretet da nicht so martialisch auf. Das macht immer nur einen schlechten Eindruck. Gestern sind mir zwei Ladies begegnet, die waren schon etwas höheren Alters. Und das war mitten am Arsch der Heide. Also als die mich gesehen haben, die haben einen riesen Schreck gekriegt. Und ich dachte eigentlich, ich bin relativ, ja, human angekleidet. Ich komme jetzt hier nicht in Flecktarn und so einem Kram daher, in Camouflage. Aber die haben sich schon ziemlich erschrocken. Und die gingen dann auch stark an die Seite. Ich habe nett gewunken und hallo und hallöchen, wie geht's und so. Das ging dann auch so ein bisschen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach noch so drin durch die Gördemorde. Keine Ahnung, kann ich nicht so richtig sagen. Mmh. Mmh. Das ist herrlich. Ist leider ziemlich bröselig. Ich denke mal, es soll als Creme da rauskommen. Aber durch die Kälte und die lange Lagerzeit
es ist jetzt schokoladig. Gleich geht es durch den Wald durch. Dann haben wir noch ungefähr 2 Kilometer oder sowas. Vielleicht 1,5. Und dann sind wir auch schon wieder in der Gegend, die die Lüneburger Heide so auszeichnet. Die ist dann etwas offener. Landschaftlich kann man viel weiter gucken. Also es ist kein Wald mehr. Wir werden dann nochmal durch einen Wald gehen und heute Abend auch in einem Wald wieder unterziehen. Da kenne ich auch den Besitzer. Deswegen, ich habe mich hier quasi völlig legal bewegt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Macht euch nicht selbst das Leben schwer. Viele Leute schaffen sich so viel Know-how an, so teure Ausrüstung, aber könnten eigentlich auch mehr Energie da reinstecken, dass sie sozusagen das, was sie tun wollen, auch vollkommen legal tun könnten. So, also lieber da die Energie reinstecken, die Kontakte zu knüpfen zu Leuten und dann weitestgehend authentisch zu sein, einen guten Eindruck zu machen und dann hat man die Möglichkeit, ne, tatsächlich. Hier wird mir aber echt ein herrlicher Abschied geboten. Wahnsinn. Da meint der Wald es aber nochmal richtig gut mit mir und vor allem die Sonne. Jetzt sind es nur noch wenige 100 Meter und dann verlassen wir auch schon die schöne Göhrde. Das war wirklich sehr atemberaubend. Alles in allem Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Freunde, ganz da hinten verglüht so süffisant die Sonne und singt ihr Lied auf das Abendrot. Falls ihr das sehen konntet, dahinter liegend das Waldstück gilt es zu erreichen. Das sind jetzt noch rund 5 Kilometer und dann kann der Jochen auch wieder ein bisschen lächeln. Ja, was soll ich sagen? 50 Kilometer in 2 Tagen, doch von 40 an einem, mit der vorausgegangenen Nacht im Totenwald, bei Schnee und nachweislich Wölfen. Das muss man auch mal wollen. Aber was soll ich dazu sagen? Eigenlob stinkt, aber ich bin proud as fuck auf mich selber. Muss ich jetzt einfach mal an der Stelle so sagen, das wieder durchgezogen zu haben. Die 5 Kilometer reise ich jetzt auch noch ab. Und dann freue ich mich aufs Essen. Ich habe so einen Hunger. Oh, so einen Hunger. Wahnsinn. Sicher ist sicher. Safety first. Wahnsinn. Was für ein geiler Mond, Freunde. Das Telefon kann das einfach nicht einfangen. Allein der Sonnenuntergang und dann auf der anderen Seite dieser perfekte, riesengroße, kreisrunde, blutrote Mond. Wahnsinn! Das ist alles in allem der perfekte letzte Tag. Und ja, alles Gutes oben. Alles Gutes oben. Alles ein Gutes oben. So,
genug Gefühlsduselei. 2 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Moin, liebe Freunde. Die ersten Meter sind ja dann immer so, wie als ob einen Bus angefahren hätte. Ja, aber ich habe schön geschlafen. Wunderbar, herrlich. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen die Füße einlaufen. Und dann werde ich gleich abgeholt. Ich glaube, ihr könnt eine Dusche vertragen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt das herrliche Wetter und wir hören voneinander.